Das ist in der Regel. Warum? Brustprobleme. Yeah.
Mario, wir befinden uns hier auf der Sonderprüfung 8 der Rallye Liezen. Bis zur Sonderprüfung 7 ist alles super gelaufen für dich. Was ist jetzt passiert? Ja, ich habe einen Fahrfehler gemacht und habe 3, 4, 5 Zentimeter zu früh eingelenkt und habe genau mit dem Rand der Felge den Metallstier getroffen, den man da im Hintergrund sieht. Und hat mir sofort das Rad ausgerissen. Was denkst du, gibt es morgen nochmal einen Restart? Ja, mal schauen. Ich glaube, die Beschädigung ist schon relativ groß. Werden die Burschen im Service entscheiden, ob wir reparieren können und morgen dann die 4 Prüfungen noch durchrollen können. Wäre wichtig, ja. Ja, ganz ein schwieriger Start. Also wir haben leider keinen richtigen Test gehabt, weil das nicht möglich war wegen den Genehmigungen. Jetzt habe ich nur ein paar Kilometer im Fahrtechnikzentrum fahren können. Kann man nicht wirklich vergleichen mit der Rallye und dementsprechend habe ich mir in der Früh auch schwer da, habe gleich einmal bei den Reifen nicht ganz richtig gewählt. Das Fahrwerk, glaube ich, war ganz interessant auf eine Italien-Abstimmung eingestellt und von dem her habe ich richtig zum Kämpfen können. Und von Anfang an haben wir leichte Probleme mit der Leistung. Wir haben jetzt das Problem gefunden, haben es aber noch nicht beheben können. Haben da ein kleines Problem mit dem Turbolader, aber mal schauen. Jetzt bin ich zumindest am Podium. Ich weiß, dass ich jetzt gar nicht so schlecht gefahren bin, aber es ist schon ein bisschen abenteuerlich. Also ein neues Auto ohne Setup-Referenz, muss man ehrlich sagen, ist nicht ganz einfach. Was wird für morgen noch drinnen sein? Wirst du noch irgendwo auf Angriff oder wirst du mehr probieren wahrscheinlich? Genau, wir bauen jetzt das Fahrwerk noch einmal um. Vielleicht wird es auch wieder schlechter. Also ich hoffe natürlich, dass es besser wird. Wir werden versuchen, das mit dem Turbolader zu beheben. Wenn das geht, dann werde ich auf jeden Fall noch einmal eine Attacke machen und sonst fahre ich so wie heute. Wir schauen, dass ich möglichst solide ins Ziel komme und ja, ist ein bisschen deprimiert es mich schon natürlich, weil die ganze Saison richtig schnell war und jetzt fahre ich ein bisschen hinten nach, aber okay, man muss es manchmal so nehmen, wie es ist und leider ist mit der Leistung gerade nicht mehr drinnen und ich bin eigentlich trotzdem gar nicht unzufrieden. Wie wird es für den Rest der Saison ausschauen? Weißt du was, Waldviertel, ist das drinnen noch? Gute Frage. Ich tat gerne im Waldviertel fahren, aber das wird sich ausstellen. Fokus liegt nächstes Jahr auf der Meisterschaft. Also das ist auf jeden Fall das Ziel und der Plan. Und da müssen wir schauen. Ich würde gerne Generale fahren und wenn es darauf ankommt, werde ich wahrscheinlich Waldviertel auslassen und dafür bei der Generale starten. Bis jetzt eigentlich perfekt, problemlos. Wir haben schon hier und da mal ein paar so Momente gehabt, wo es knapp geworden ist. Aber ich habe mir einfach vorgenommen für die Rallye, dass ich frei fahre, ohne wirklich an Punkte denken zu müssen, an Meisterschaft denken zu müssen, sondern wirklich einmal versuchen, die Rallye zu genießen und wirklich ans Limit zu gehen und einfach ja, einen Spaß haben dabei. Und das ist uns eigentlich bisher perfekt gelungen. Oh.
50, Brücke links vor kurz, don't eng, wird rechts 3 minus kurz, Brems, rechts vor plus kurz, in links 3 minus, in rechts links 3 kurz Linie, 50, links 4 minus innen, 60, leicht rechts, Brems 40, rechts 3 minus innen, wird links vor plus kurz, eng Spur, 120 Ö, die Rallye hat grundsätzlich ganz gut begonnen. Wir haben die ersten zwei Prüfungen mit Bestzeiten beginnen können und eigentlich alles klar gemacht. Nachdem der Daniel Mollinger sogar ausgefallen ist, hätten wir den Matchball gehabt und mit fertig von mehr oder weniger den Meistertitel einzufahren. Wir haben dann auf der Sonderprüfung drei Probleme bekommen mit der Kupplung. Die Kupplung hat extrem zu rutschen begonnen. Da ist von der Kupplungsdruckplatte die Manschette undicht geworden und es ist eine Hydraulikflüssigkeit in die Kupplung und die Kupplung hat sich dann verabschiedet. Und haben abstellen müssen und mit dem Super Rallye-Reglement sind wir dann am Sonntag jetzt, am zweiten Tag wieder reingestartet. Dadurch, dass der ganze Samstag aber natürlich verloren sind, über 7 Prüfungen, haben wir da eine Menge an Zeitrückstand aufgerissen. Heute am Samstag ist alles perfekt gelaufen. Wir sind Bestzeiten gefahren jetzt in der Zweiradwertung, haben uns noch auf Platz 11 oder 12, also nicht mehr genau, vorarbeiten können. Powerstage gewonnen, wichtige Punkte mitgenommen, damit die Meisterschaftsführung übernommen, aber natürlich halt die Entscheidung um den Meistertitel vertagt aufs Waldviertel. Sehr turbulent das Ganze. Erstens das Wichtigste, Dank an BAR, die das Auto gestern relativ locker flockig wieder fit gemacht haben. Die hat das gar nicht so beeindruckt, dass ich mir das Rad ausgerissen habe. Der Birmin hat einen super Job gemacht. Wir sind heute eigentlich ganz vernünftige Zeiten gefahren mit null Risiko. Und ja, für den Hermann tut es mir leid. Wir sind eigentlich unverdient am Stockerl, das ist eigentlich sein Platz, aber er war mit dem Auto nicht glücklich und leider ist jetzt auch noch ausgefallen. Das ist sicher sehr schade für ihn und ich hoffe, dass seine Negativserie jetzt ein Ende hat. Für uns gefällt es mir natürlich sehr, dass wir jetzt wieder am Podest sind. Fünfte Rallye, fünftes Podest ist natürlich sehr in Ordnung. Ja. Und der Vizemeister ist natürlich obendrauf sehr schön und jetzt hoffen wir, dass wir für nächstes Jahr vielleicht ein bisschen mehr Budget zusammenbringen. Es steht noch ein Lauf an, die Waldviertel-Rallye. Wirst du da dran teilnehmen? Nein, für uns nicht, kein Geld mehr. War ein bisschen durchwachsen, wir haben gestern relativ viel Zeit verloren, haben ein kleines technisches Problem gehabt, das konnte gelöst werden, sind aber ein sauberes Tempo gefahren, wir sind von Beginn an ohne Druck unterwegs gewesen, wir wollten auch nicht auf die Zeiten schauen. Ich hatte in der Vergangenheit ja das eine oder andere Hoppala, das macht es im Kopf nicht unbedingt schneller und so war es jetzt mir ganz wichtig, dass man sich konsolidiert, um am Ende des Tages wieder die alte Base zu finden und da sind wir am besten Weg dazu. Es steht jetzt noch ein Meisterschaftslauf an im Waldviertel, werden wir dich dort sehen?
Werden wir sehen, es hat natürlich auch relativ viele Schäden gegeben im heutigen Jahr, das heißt, das Budget ist schon ein bisschen angekratzt. Wir werden sehen, was sich da jetzt in den nächsten Tagen ergibt. Grundsätzlich möchte ich aber zur Lietzenrallye noch sagen, es ist ein echt tolles Format. Kompliment an die Veranstalter, der Andi Eigner und die Barbara Watzler haben einen super Job gemacht. Das war ein wirklich großes Kompliment, als Erstlingsveranstaltung sowas aus der Taufe zu heben, das ist schon eine Geschichte, die nicht ganz ohne ist. Ja, perfekt, besser kann es nicht gehen. Also es zeigt einmal mehr, dass unser Team einen tollen Job macht, die wirklich mit dem Auto hergestellt haben, das fehlerfrei gelaufen ist. Mit Mario ist dritten noch, muss ich auch sagen, tolle Leistung. Die haben das Auto gestern noch einmal so hingebracht. Und es geht nur im Team, ja. Und wir haben eine tolle Mannschaft. Da musst du schauen, dass du als Fahrer voll dabei bist und dass du genauso eine super Leistung bringst wie sie. Und ich bin eigentlich total happy jetzt. Und ich möchte eins auch nicht verabsäumen, da in Andi Eigner und sein Team zu gratulieren. Die haben eine tolle Veranstaltung hingestellt und der Stadtrundkurs jetzt, ich weiß nicht wie viele tausend Leute sind, aber 7.000 bis 10.000 schätze, weil da stehen überall Leute. Ist ein Wahnsinn für eine Erstlingsveranstaltung, also absolute Bereicherung. Mit einigen Fahrern gesprochen, es ist angeblich eine recht schwierige Rallye. Wie ist deine Meinung dazu? Ja, sicher. Es ist technisch irrsinnig anspruchsvoll. Du hast eigentlich keine einzige Prüfung, die irgendwo leicht geht, wo du sagst, ja, aber das sind halt drei, vier Kurven, wo du ein bisschen mit Hirn fahren musst und den Rest lässt stehen. Das ist da nicht, das haben sie super zusammengestellt und da sind einige dabei, die sind richtig, richtig, richtig schwer. Und ja, haben auch gut gemeistert. Freut mich auch, dass wir gerade auf die Prüfungen den größten Vorsprung, den wir gehabt haben, zeigt, dass wir einen guten Schrieb haben. Also danke auch nochmal an den Thomas und ja, alles zusammen, wie gesagt, Teamwork. Es steht jetzt noch ein Meisterschaftslauf an, Waldviertel. Bist du mit dabei? Weißt du das schon? Ich weiß bis heute noch nicht, muss ich ehrlich sagen. Es ist auch so, dass wir eigentlich jedes Jahr mit dem Budget auch kämpfen, wenn es auch nicht so ausschaut. Ich werde einmal mit meinen Sponsoren reden, was man macht. Nächstes Jahr brauchen wir ein neues Material, ein neues Auto. Und wenn die sagen, ich muss fahren, dann werde ich es fahren. Wenn die sagen, nimm das Geld für die Anschaffung vom neuen Auto, werde ich es wahrscheinlich nicht fahren, weil so ein Lauf kostet auch 25.000 bis 30.000 Euro. Du musst umbauen von Asphalt auf Schotter, du brauchst bei den Reifen alles Mögliche und es geht jetzt schon ziemlich ins Geld dann. Und vor allem, es geht um nichts mehr, du kannst nur noch verlieren, Geld und ja, ein Auto.